Okay, dann müssen wir da jetzt lang. Knatscht es und knirscht es. Ja gut, wir müssen gucken, dass wir das Feuer gelöscht kriegen. Wild. Oh. Gänsehaut. Ich krieg schon wieder Gänse. Gott, wie geht's denn? Hängt da einer? Ja, sieht so aus, wenn da einer hängt. Fenster ist das aber nicht. Da kommen wir nicht rein. Moment. Nee, wir müssen hier lang. Okay. Irgendwie finde ich das gerade nicht. Also da ist was zum Drücken. Wir werden es. Warte mal. Wir haben ja direkt einen Spind. Das ist. Normalerweise ist der E für Interaktion zu drücken. Was ist? Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Ach, scheiße. Wir müssen irgendwo ein Petillo drehen. Alles klar. Ach so, das war da hinten, wo wir gerade reingeguckt haben. Alles klar, das heißt. War das da lang? Nein, Norbert. Das kann doch nicht wahr sein. Riesengurken, Johannes, ey. Nee, ich dreh dich doch nicht jedes Mal um. Das ist scheiße. Riesen-Otto. Dass wir das wieder Nachtlicht haben. Ja, wahrscheinlich jetzt hinten in diesem kleinen Raum da drin. Ne? Der muss ja, kam auch direkt da um die Ecke, Alter. Nee, nee, nee. Da kommt schon Virus, feige Sau. Trau you. Wie er automatisch die Finger an die Wand nimmt. Ah! Ui, 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 ui. Da rein, 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 rein. Okay. Nein, er ist echt wieder hier kommt, er ist echt wieder. Ach! Er kann mit der Musik aufhören. Ganz ruhig, ja, ist gut. Oh, dieser Adrenalinspiel. Oh, Blutdusche. Na schau, wir waschen deinen Bauch, waschen deine Arme, jede kleine Spalte, bis wir den Schlüssel finden. Ich weiß, dass eins von euch Babys ihn hat. Alles ist gut. Psst, psst. Ja, das kannst du aber lange waschen.
So. Nur mal viel Spaß beim Sauber machen, würde ich sagen. Eieiei. Du auch? Mann, die sehen alle aus. Ich will gar nicht aussprechen. Okay, das haben wir schon mal an, jetzt müssen wir zurück. No complaining, we have to wash. Keine Mure jetzt, wir müssen jede kleine Stelle waschen. Wer ist ein sauberes Baby? Das bist du, ja, alles ist gut. Okay. Er freut sich, dass er leichter den Bauch waschen kann. Der Typ hat definitiv nicht mehr alle Tasten im Zaum. Oh, du bleibst da drinnen. Guck da mal nach rechts rüber. Ich will wissen, wo ich hin muss. Die Frage ist jetzt, wo ist er hin? Weil wir müssen. Ja. Gehst du? Ich bin hier. Müsstest du mich eigentlich nicht sehen? Aber ach, da geht's da wieder rein. Licht an. Ich sehe nichts. Das Gameboy da unten? Keine Batterie, nix, ey. Ist geil, das Spiel, wie man wieder hier was kriegt. Naja, ich weiß, jetzt kommst du mir mit der Batterie um die Ecke, dass wieder nichts da ist. Ja, da ist auch schon wieder, Alter. Ist der im Kreis gelaufen da, what? Du hast mich nicht gesehen, ne? Ne, du nicht. Saublöd aus. Eieiei. Freunde. Das habt ihr mir da angetan, hey. Boah, heftig, ey. Oh, du Riesenigel, Alter. Mach mal schön den hier. Na, mach mal aus da. Oh, diese Musik, die ist ja nervig. Scheiße! Mit dem Kackraum ist der dann auch noch so da. Dreh doch nicht immer den Rücken zu. Mensch, du komischer Reporter. Kameran, Nachtsicht aus. Bisschen ranzoomen. Ich will sehen, wo er jetzt gleich hinzimmelt. Ach, er geht da wieder. Nein, genau da, wo wir hin müssen. Der Bauer, der geht mir auf den Sack. What? Da? Jetzt geht er da rein. So, hinterher, komm. Diese Musik, manchmal sehr stark übertrieben.
jetzt geht er noch da lang. Ach, warte. Da sehe ich den Schatten. Uiuiui. Ist doch gleich wieder vorbei. Dann gehen wir nämlich da hin, wo er gerade wegkommt. Schöner Effekt hier am Sockel. Der hat nämlich gerade die Tür. Ganz ruhig. Ach, geh doch rein! Licht an, seh nix! Ach, mach noch die Kamera an, los! Oh. Komm, drück! Dreh um und rein, schnell rein! Der kann sein, dass er jetzt kommt. Da ist er auch schon. Ja, man kennt ihn, den alten Wemser. Da musst du in dem Spiel so ein bisschen das, wo du selber vor Angst hast, musst du ein bisschen ausblenden und dann einfach nur sehen, pragmatisch denken, einfach nur machen und... Alter Verwalter, so machen wir eben gerade mal einen Ventilator wieder hier hinstellen. Gerade so ein bisschen verhaftet, ich brauche ein bisschen Abkühlung. Aber wir könnten wieder vorher Staub putzen, bevor wir der ganze... Ja, alles gut. Der ist noch hier. Hau der auch wieder ab, komm, hau ab, ey. Aber da muss ich hinten den Knopf drücken, alles klar. Hier nochmal umgucken. Wenn ich für was sehe, ja. Okay. Das war jetzt knapp. Der kommt schon, Alter. Mann! Was gibt's doch nicht? Hau ab, ey! Gut, dass ich jetzt den Spind gewechselt habe. Wow. Junge. Ach so. Kack aber auch, ey. Boah. Ich komme jetzt nicht da weg. Entweder lasse ich mir eine verpassen. Aber dann werde ich es wahrscheinlich nicht zum Schalter schaffen. Der will ich vorher, bevor ich einen Abgang mache, da hinten wieder... Ja, man muss halt viel Geduld und viel warten. In dem oh, komm. Thank you.
Ey, ich hab gerade, wie geht die Muffe, ey? Ist er schon wieder hier? Er müsste hinten rumlaufen zu den Duschen, wo der eine den gebadet hat, dass er da hinten rumläuft, damit ich dann, wenn er auch auf diesem gleichen Korridor ist, dass ich dann rüber kann. Ich weiß nicht, ob er hier ein guter Sprinter ist. Hat er uns gesehen? Also die Musik ist zwar nicht so großartig angestiegen. Naja, er weiß, dass wir hier hinten rüber gegangen sind. Dreh dich doch nicht immer in die falsche Richtung. So, jetzt ist er hier hinten. Genau. Wir müssen jetzt genau auf da, wo er gerade war, hin. Jetzt nicht wieder rechts ab. Er läuft schon so, als wenn er rechts ab. Mann, scheiß die Erdbeeren. So, komm, hinterher. Vielleicht geht er ja hinten in den Raum, wo wir uns beim Spind versteckt haben. Dann können wir ja gleich ganz geschmeidig dann an den Knopf drücken. Das wäre doch cool. Kommt da schon wieder zurück. Das ist so beabsichtigt oder was? Ah. So, komm. Na, er dreht sich immer wieder in die falsche Richtung. So, warte. Jetzt bleib ich erst nochmal wieder hier. Scheiße. Dass er jetzt hier mal so abpatrouilliert, das gefällt mir gar nicht, nee. So, jetzt läuft er nicht. Oh, das ist gut. Da, oh, das gefällt mir. Schnell wieder hier zurück. Errungenschaft freigeschaltet. Durch Nest. Alles klar. Von Outlast. Ich weiß, es gibt Leute, die geh doch mal rein, Mensch. So, jetzt ist das hier alles. So, jetzt haben wir mal die Küche. Ah! Alter, geh mal kacken! Hilft! Boah, Alter! Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich bin fertig mit den Nerven. Alter, da rennt da so Wandermobs auf uns. Boah, jetzt. Nicht mehr normal! So, sieht gut aus. Können wir da rein? Nein, gut. Es ist eine Küche, auch wieder keine Batterien hier. Grausam. Echt grausam, ey. In der Küche sind zu viele Elektrogeräte, ne? Aber nix, nix da. Ja, wir müssen jetzt natürlich da lang, war ja klar. Was haben wir hier? Pepsi Light, ey. Da ist eine Cola. Ja, wir wollten natürlich nur Cola schreiben. Wir durften ja Product Placement, durften die von Outlast, da haben sie das Geld wieder nicht für gehabt, dann hätten sie es doch noch. Weißt du, da geht's nicht lang, alles klar. Na, ich stehe direkt mit dem Brett vom Kopf. Da ist nix. So.
Lobby kennen wir doch. Ah, Fahrstuhl. Oh nein. Wir sind endlich hier, Alter. Das ist der Ausgang. Oh Mann. Was ist das Blink? Das ist eine Batterie. Nein, das ist so ein vergammelter Rechner. Ja, Walkie-Talkie haben wir auch hier. Können wir wahrscheinlich nicht nehmen. Aha, dann kaputter Monitor. Ach so, warte mal. Ich sehe kaum was. Wie wär's denn mal einfach mit Batterien wechseln? Wow. Okay. Das ist schon besser. Und wieder hat er dieser Tölpe, weil er Funkgerät hat, ja, auch wieder keine Batterien. Also wir mit zwei Batterien gehen wir jetzt nach draußen. Das ist absolut uncool. Dass sich Outlast einfach dran gedacht hat, den einen Speicherpunkt da, ja, der hat 7 oder 8 Batterien. Nö, die gönnen wir ihm jetzt nicht. Nö, danke auch. Da hat zumindest da noch Empfang gewählt. Guck mal. Oh, da was zu lesen. Wenigstens das gönnt man uns, aber keine Batterie. Multiprogramm, bla, Auszüge 159. An Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. So allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und H-Technik, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Zweitens, okay. Drittens, siebtens, achtens. Na gut, drittens. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Und 17, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Das kann ich dir auch nicht sagen, aber schön, dass du es auf den Zettel schreibst. Okay, aber als Dingens, ich sage mal Dingens, das habe ich von meiner Oma, das ist schlimm. Ich nach draußen gehe, guck ein mir, achso, okay, da ist zu. Das sieht alles so dreckig aus. Alles klar, da ist zu, ich weiß Bescheid. Wenn ich da jetzt runter, komme ich da wahrscheinlich auch nicht wieder hoch. Was? Ist das denn der Aufzug? Der Aufzug ist hier oben. Aber da unten geht es dann keinen Weg raus, ne? Ja, gute Frage. Nee, dann lassen wir es lieber, dann gehen wir lieber raus. Von da bin ich gekommen. Genau. Jetzt. Ich will da aber nicht hin. Jetzt. Du, Vater Martin, nö. Ey, da kommst du nach draußen, du hast eine Geräuschkulisse, das ist der Hammer.